Wir haben hier die Sorte Farm Fire, eine mittelfrüh abreifende Silomais-Sorte der Siloreife 230 und Körnerreifezahl 230. Die Sorte ist vom Bundessortenamt in 2015 zugelassen worden als Silomais-Sorte. Wir für uns sagen aber, weil wir wissen, sie ist eine der stärksten Körnermais-Sorten in unserem Sortiment, genauso gut auch eine Doppelnutzungssorte. Farm Fire zeichnet aus, dass er von seinem Ertragsbild her als mittelfrüher Silomais die drei wertbestimmenden Ertragsmerkmale, nämlich den Trockenmasseertrag, den Energieertrag und den Stärkeertrag, alles in gleichem Umfang mitbringt. Die Sorte fällt unter anderem auch durch eine sehr, sehr gute Jugendentwicklung auf, weswegen wir die Sorte als Ökosaatgut zum Verkauf anbieten. Die Sorte Farm Fire hat sich in ihrem ersten Anbaujahr 2015 sehr gut bewährt in Lagen, wo es trocken war. Das war insbesondere in Süddeutschland der Fall. Dort hat sie sich leistungsmäßig von anderen Sorten abgehoben, sodass wir schon jetzt sagen, die Sorte passt auf alle Standorte. Dort, wo es auch mal kalt werden kann, auf schweren, tonigen, aber auch anmoorigen Standorten, genauso wie auf leichten, zur Trockenheit neigenden, sandigen Standorten. Wir sagen bei Farm Fire, dass die Sorte auf den leichten Standorten mit 80.000 stehenden Pflanzen bestens zurechtkommt. Sind die Böden besser, die Wasserversorgung sicher, kann man auch hier die Saatstärke anheben auf dann 90.000 stehende Pflanzen.